So, wie sieht's jetzt hier aus? Kommt die Odyssee uns zu Hilfe? Oh, es kommt noch ein Boss. Oh, die Brutals wollen's wohl doch nochmal wissen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario... Mario Odyssey. Mario. Wer kennt ihn nicht, den guten alten Mario? Auf jeden Fall habt ihr bei mir einen neuen Auftritt, Kappa. Wir sind in Bowsers Festung, beziehungsweise Bowsers Land, und da wollen wir heute ordentlich vorankommen. Ich bin schon sehr gespannt, was uns erwartet. Wirklich sehr, sehr gespannt. Also es scheint mal einiges zu sein. Zumindest wie es hier aussieht. Not bad auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, wann es zum Final Boss kommen könnte. Da wird wahrscheinlich, ja, da wird der Vogel sterben. Aber ich will unbedingt wissen, was hier ist. Luft auf jeden Fall gibt's. Und Mond auch. Den Mond nehmen wir natürlich mit. Also holen wir uns den. Das ist im Graben versunkener Schatz. Wo ist die Luft? Ah, hier. Wird irgendwie unterbrochen. No joke, irgendwie wird das unterbrochen, wenn man... Oh, schade, der Gegner ist tot. Ich hoffe, ich bekomme noch einen, weil die sind echt cool. Ja! Komm her. Ich will dich. Ich will dich. Diese Gegner haben wir eh schon letztes Mal kennengelernt. Die sind richtig nice, kann man sagen. Ja, Mann! Voll drauf, Alter. Ah, nee, ich wollte jetzt nicht unbedingt da so den hier machen. Ist da unten noch was? Tschüss. Weiß gar nicht. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre da was, aber... von hier sieht man wahrscheinlich nur diesen Mond. Und dann will man ihn. Und dann merkt man, dass man auf die andere Seite sollte. Stachis sind dumm. Selten dämlich so gesehen... Selten sowas Dämliches gesehen. Und ich kann es nicht aussprechen, Mann. Was ist denn los? Ups. Was? Ich hab's doch weggeblockt. Tschüss. Tschüss. Oh, das lief gut. Den bratzen wir gerade auch noch weg. Ey, diese Gegner, die machen halt echt Bock zu spielen. No jokes. Oder die alles wegpieksen können. Und die nennen das noch Pieksen hier. Gönnen wir uns natürlich hier die Münzen. Okay, einmal, zweimal und nicht dreimal. Was denn? Jetzt da dreimal, ja geht doch. Und rauf da, passt. Den Kollegen nehmen wir mit. Die Halbzeitflagge wollen wir. Zack, äußere Mauer. Das ist genau mein Metier. Hä? Was ist denn da los? Okay, never mind. Das lief wohl nicht so, wie ich wollte. Können wir auch irgendwie Bomben benutzen? Nö. Alter, es scheint gerade keine zu geben irgendwie. Was ist denn hier noch? Herz. Ein Leben, das mir gar nichts bringt. Oh, Captain Toad. Captain Toad ist wieder an Orten, wo man... Oh. Grüß dich. Als ob der Kollege jetzt wirklich so viel Schiss vor dem scheiß Vogel hat. Dann lassen wir es halt. Ich irre schon lange allein über die Dächer. Ich habe mich wohl total verlaufen. Aber beim ganzen Rumgeirre habe ich diesen Mond gefunden. Sowas am Ende doch noch sowas nütze. Glück gehabt in dem Fall. Schön dich zu sehen, Captain Toad. So, den nehmen wir wieder mit. Einen Mond haben wir noch bekommen. Gut, der kommt da nicht hoch. Never mind, dann können wir jetzt zuerst diesen Gegner killen. Da ist ein Mond in dieser Metallbox. Ah, der kann es zerstören. Dann nehmen wir das natürlich mit Vergnügen mit. Und der soll das hier bitte zerstören. Dank dir. Vielen Dank für die Blumen, beziehungsweise für den Mond. Und jetzt darfst du sterben. Tschüss. Oh. Das war bitter. Dann lassen wir ihn wenigstens noch das hier zerstören. Was nichts gebracht hat. Ich weiß, wie das funktioniert, Cappy. Du musst mir nicht sagen, wie man diesen Gegner besiegt, okay? Lol, man kann mit Cappy nicht mal die Monde einsammeln? Hätte ich jetzt nicht erwartet irgendwie. Dachte, das funktioniert. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall den Kollegen wieder. Müssen da hoch. Weil wir müssen diese Wand erklimmen. Und das funktioniert ohne diesen Gegner nicht. Find's doch cool, dass die Abdrücke ewig lang drin bleiben. Also, wo man überall reingepiekst hat. Das ist echt cool. Okay, dann wollen wir mal hier weitergehen. Aua. So.
Ich frage mich, wie lange das hier noch geht, weil irgendwie kommt mir vor, das geht schon echt lang. Also dieses Land, also es kommt mir natürlich nur so vor, weil ich einen ganzen Part jetzt hier verbracht habe. Es sind halt circa 20, aber... Die Säure killt mich instant, aber immerhin habe ich die lila Münzen geholt. Wo ging es eigentlich jetzt weiter? Hat das jetzt jemand gesehen? Ach so, ja, es wäre links weitergegangen, wo ich zuerst hochgegangen bin. Aber gut, dann habe ich wenigstens alle lila Münzen geholt, das passt schon. Boah, auf den Gegner habe ich eigentlich gar keine Lust, ne? Ich gehe jetzt einfach hier weiter. Hat der mir gerade nachgeschaut? Irgendwie so richtig böse, so. Was fällt dir an, mir jetzt vorbeizugehen? Naja, selber schuld, wenn er mich nicht trifft. So, dann müssen wir hier weiter, in dem Fall. Habe ich vorher gar nicht geblickt. Und da drüben gibt es noch schön lila Münzen, wenn mich sie treffen würde. Das war verdammt knapp, sonst wäre ich wieder runtergeflogen. Oh, come on. Manchmal mache ich Scheiße. Ah, der Gegner ist gar nicht mehr so einfach zu beherrschen. Also, ein Pro bin ich damit noch nicht. Gut, ich glaube, es lag jetzt vor allem vorher daran, dass ich zu viel wollte. Und zu früh abgesprungen bin. Oder zu spät, besser gesagt. Und mich nicht mehr richtig positioniert habe. Aber, Hauptsache es funktioniert. Innere Mauer. Da geht's nirgends weiter. Doch, da kann man reinpieksen. Das muss ich ein bisschen öfter benutzen. Da rein zu pieksen ist halt das Beste, was man machen kann. Was haben wir hier? Gar nichts, nur Münzen. Nichts Gescheites, aber scheint komplett auf diesem Gegner hier zu basieren, das ganze Zeug. Ja, eindeutig. Ich will gar nicht wissen, wie viele Monde es hier gibt. Versteckte. Bestimmt sehr viele. Ja, oder zwei Stück. Auf jeden Fall auch ein paar lila Münzen. Die nehmen wir mit. Müssen wir nur da hier so ein bisschen nach unten. Ah, es scheint gar keine Monde zu geben, tatsächlich. Das wundert mich. Eigentlich hätte ich erwartet, da gibt es einige Monde. Aber vielleicht hier. Wer weiß. Vielleicht da hier auf dem Dach. Nicht? Boah, das ist jetzt aber wirklich schon fast enttäuschend, weil... Ich meine, jeder kommt hier nicht hin. Also halt nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie es nicht beachten vielleicht. Aber jetzt, ja, schade, dass da nichts ist. Als ob der instant stirbt, der Gegner, bei diesen Stacheln. Ich wäre fast runtergefallen. Ich hätte mich so umgebracht. So, machen wir hier einfach hier den. Und dann kommen wir da auch rüber. Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Gibt es da was? Nein. Warum denn nicht? Ach komm, das ist schade. Da hätte man locker was verstecken können. Jetzt mache ich gerade Scheiße, aber da hinten ist eh eine Halbzeitflagge wieder. Also bekommen wir unsere Leben zurück. Was ist denn da unten? Da hinten drin? Als ob wir jetzt hier diesen Gegner wieder brauchen. Einmal habe ich ihn nicht dabei und dann brauchen wir ihn. Und sonst habe ich ihn dauerhaft dabei. Und ich brauche ihn nur für die Hauptstory. Als ob. Halt, tatsächlich, man bräuchte diesen Gegner hier. Boah, sorry, Leute, aber ich habe jetzt echt fett keinen Bock, da nochmal runterzugehen. Ich gehe jetzt hier weiter. Weiter geht's. Bowser und Peach, ihr wartet also schon auf mich. Das finde ich ja sehr freundlich. Die Frage ist, gibt's hier sonst noch was? Nein? Überall nur Stacheln? Überall nur Stacheln. Dann gehen wir hoch zu unseren beiden Kollegen. Kollegen. So. Sind wir jetzt hier am Ende angelangt? Ah, sein Schiff kommt schon wieder. Er will wohl wieder fliehen, oder wie? Es scheint tatsächlich so. Du bist zu spät. Wir müssen leider weg. Unsere Hochzeit findet auf dem Mond statt. Was? Auf dem fucking Mond? Wer heiratet denn auf dem Mond? Oh, Mario! Oh, schade. Das war ein netter Versuch. Der Versuch war gut. Leider die Ausführung war eher mangelhaft. Aber Bowser kontert auch extrem gut, muss ich sagen. So, wie sieht's jetzt hier aus? Kommt die Odyssee uns zu Hilfe? Oh, es kommt noch ein Boss. Oh, die Brutals wollen's wohl doch nochmal wissen. Mal schauen, ob sie mir jetzt das Wasser reichen können. Da bin ich ja gespannt. Eieieiei. Das erinnert mich an deinen Kampf. In.
Super Mario Galaxy, als Bowser Jr. so einen richtig heftigen Turm hatte. Könnt ihr euch dran erinnern? So ein Bohrturm sozusagen. Der war krass, der Turm. Ach, jetzt bin ich aber gerade scheiße, oder? Den Gegner brauchen wir nicht. So, versuchen wir mal beim zweiten Mal das Ding zu treffen. Und nicht beim ersten Mal immer direkt. Was muss ich jetzt machen? Oder wem kann ich jetzt wehtun? Hä? Was muss ich tun? Ich könnte da hoch, okay. Fürs nächste Mal weiß ich's. Ich kann da hoch und dann von oben. Ich kann zuerst diesen einen Boodle killen. Also ich muss jeden einzelnen killen, wie es aussieht. Okay. Hab's gerade leider gar nicht gecheckt, das war das Problem. Wir warten auf die Bomben. Bam! Die fallen instant wieder um, okay, interessant. So, einfach so hochgehen, wie es der Pfad will. Oh Gott, was mache ich denn? Aber da kommt man auch nur schwer hoch, ne? Ach so. Das würde auch ganz einfach gehen, oder wie ne? Oder wie? Hä? Also man könnte auf jeden Fall... Hä? Ich check's nicht! Naja, jetzt brauche ich erstmal wieder so einen Gegner. Es tut mir leid, dass ich gerade so dumm bin. Ach so. Jetzt merke ich's. Man könnte sicher mit diesem Vogel da hoch. Übers Holz, oder? Safe call. I say... So, probieren wir es nochmal. Dritter Versuch und alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei und so kommt man auch hoch. Und jetzt... Bam, 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 bam. Den können wir schon mal richtig zusetzen. Der erste ist weg. Der erste Brudel. Den hat wohl als erstes erwischt. Das ist der Giftspucker. So, dann wollen wir mal. Jetzt bewegt sich das Zeug auch noch. Könnte also durchaus ein bisschen schwerer werden, die Bomben jetzt zu treffen. Achso, nevermind. Das war schlecht as fuck. Hat der mir jetzt meinen Stein zerstört, wo meine Herzen rauskommen. Okay, der erste Fuß ist weg. Wie komme ich denn da jetzt? Aha. So, ganz easy. Wer als nächstes? Goofy. Wie es aussieht, also von den Ohren her. Nein, mach jetzt keinen Scheiß. Bam, 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 bam. Der zweite Brudel ist weg. Jetzt fehlt nur noch die Tusse und der allererste Brudel, den wir damals gesehen haben. Ich sag, der allererste Brudel stirbt eh als letztes. Wieso ist der jetzt plötzlich so OP? Oh mein Gott. Meine Güte, ich dachte, wir sterben jetzt. Mir macht sowas immer so Angst, wenn jemand auf mich zurennt und ich es nicht abschätzen kann. Das war wohl irgendwie so eine Art Superstern oder so. Es scheint wohl so, als müssten wir uns jetzt so hochkämpfen, oder wie? Oh, oder auch nicht. Das war nur Show. Das war nur eine Tarnung. Schießen die nochmal Bomben? Ja. Den zweiten nehmen wir gleich auch noch mit. Zack! Bam! Numero dos ist wieder mal... Oh! Andere Ding. Anderer Parcours diesmal wieder. Es scheint aber auch wirklich immer schwerer zu werden. So. Bam, 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 bam. Und der nächste Brudel ist weg. Nummer 3 ist down. Und wie gesagt, die Tusse stirbt da als drittes. Und jetzt als letzter stirbt der allererste Brudel. Der lässt nämlich immer noch nicht locker. So, also erstmal schauen, wie wir das jetzt am besten handeln. Erstmal wieder auf die Bomben warten. Aber die Musik von dem Kampf ist auf jeden Fall auch not bad. Oh, das ist bad. Einmal. Ja, das brauchen wir jetzt eher nicht. Dass dieser Gegner da ist. Oh, jetzt zertrampeln die ihn einfach selber. Das ist aber nicht so die feine Art. Die feine englische Art ist das nicht, nein. Alter, der Typ ist verdammt schnell. Können wir den so bezwingen? Nein. Schade. Oh, wartet. Irgendwas müssen wir ja machen können. Und dann kommt jetzt das zum Einsatz. Das könnte der letzte Hit sein, den wir brauchen. Je nachdem, ob ich es jetzt verkacke oder nicht. Komm schon. Jawohl, das war's. Alle weg. Alle Brudels down. Das ist die Brudelkanone gewesen. Bam, 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 bam. Zwar mit Startschwierigkeiten, aber auf jeden Fall gut gemeistert. Hauptsache nicht verloren.
Das ist das Wichtigste. Das war's mit den Vieren. Es tut mir leid, Jungs, aber das war's mit euch. Ihr könnt mir einfach nicht das Wasser reichen. Seht es doch einfach mal ein. Multimond! Und somit schauen wir, wie sollen wir eigentlich auf den Mond kommen. Kann die Odyssee zum Mond fliegen? Oder nicht? Abrechnung in Bowsers Festung. Mit dem Brutals war das, ja, und nicht mit Bowser. Jetzt bin ich aber gespannt, wie wir auf den Mond kommen sollen. Jetzt ist die Frage, haben wir genug Monde, um überhaupt dorthin zu fliegen? Wir waren so nah dran und jetzt hat Bowser sich zum Mond aufgemacht. Wir können ihn aber mit der Odyssey verfolgen. Wirf mich auf dem Globus da. Wir haben in dem Fall genug Monde, oder wie? Die Odyssey benutzt... Ah, 8 Monde brauchen wir insgesamt. Okay. Also mussten wir doch ein bisschen was sammeln, aber 8 ist jetzt auch nicht die Welt. Das heißt, wir haben jetzt 230 Monde und damit das letzte Segel der Odyssey hergestellt. Und somit kann die jetzt überall hinfliegen, wo wir wollen, theoretisch. Der Ballon ist vollständig. Ja, tatsächlich, der wird jetzt gelb. Die Odyssey hat ihr maximales Potenzial erreicht. Das ist sehr, sehr gut. Ja, in dem Fall, Leute, müssen wir wohl oder übel zum Mond. Bowser kann sich nirgendwo mehr vor uns verstecken. Wir folgen ihm auch noch bis ins Mondland. Auf geht's. Tiara und Peach, eure Rettung naht. Das Mondland also. Spannende Geschichte. Das Hutland übrigens, das können wir ja auch noch machen. Das mache ich im Stream. Ganz einfache Geschichte. Also, ab zum Mond. Das ist jetzt sehr interessant. Oh, Mario, schick, schick. Mario als Bräutigam. Und ab auf den Mond. Boah, wie die Odyssee leuchtet und glitzert. Das ist echt cool. Tja, Mario, bekommst du irgendwie Luft oder nicht? Ich weiß nicht, irgendwie Nintendo hat es so mit Finale im Weltraum, kommt mir vor. Es kommt mir halt oft so vor, dass ein Finale irgendwie im Weltraum ist. Aber das hat halt einfach was, das ist einfach geil. Weil der Weltraum ist einfach nice. Mondland. Mondscheinkrater. Okay. Das scheint ja sehr interessant zu sein. Bowsers Mondhochzeit. So heißt also dieser Mond, den wir holen müssen. Sehr interessant, dass wir Monde auf den Mond holen müssen. Na, wenn du mal nicht adrett aussiehst. Tiara und Peach sind dort drüben. Beeilen wir uns. Okay, wie sieht's aus? Wie viele Monde gibt's jetzt? 27? Das scheint tatsächlich ein richtiges Land zu sein. Fühlst du dich auch so leicht? Ah, stimmt. Guter Punkt, Cappy. Wir sind ja auf dem Mond und deshalb können wir ganz gut springen. Deshalb ist das hier auch nicht so schwer. Und die Monde scheinen... Ja, das ist nicht direkt gelb, das ist irgendwie leuchtend einfach nur. Mit dem Mondschein im Wettstreit. Wir müssen natürlich wieder keine Monde sammeln. Aber wir schauen uns hier auf jeden Fall ein bisschen um. Und ich würde sagen... Das richtige Finale... So wie es aussieht, machen wir dann das nächste Mal auf jeden Fall. Also da werde ich jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Das kommt das nächste Mal, da könnt ihr euch sicher sein. So, wir haben hier auf jeden Fall interessante Münzen. Das ist so wie Skandland, es gibt hier nur 50 lila Münzen. Und das hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr tatsächlich. Ach, das können wir zerstören. Okay. Und ich frage mich trotzdem noch, wie Mario überhaupt atmen kann hier, aber hey... Ist doch egal, oder? Sind wir auch im 2D-Modus so leicht? Ja, sind wir. Das ist cool. So richtig schön leicht im 2D-Modus. Komm schon. Ja, easy. Okay, das ist richtig nice. Das gefällt mir halt richtig gut. Ey, das sind diese Steine, die wir sonst immer sehen. An der Steilwand. Sind das irgendwie Steine vom Mond, oder wie? Haha, es war klar, dass hier noch was ist. Lila Münzen, die sind verdammt asozial versteckt, muss ich sagen. Das sind wirklich die Steine, die es sonst auch überall gibt, ne?
Können wir die dann zerstören oder werden die zerstört, sobald wir hier fertig sind? Guter Punkt. Würde mich wirklich interessieren. Aber das macht richtig Bock hier so. Man kommt zwar nicht schnell voran, aber es ist einfach cool. Wuhu! Wie weit man fliegen kann, ist halt zick. Und das bockt sich übel krass. Es scheint wohl auch einige Gegner hier zu geben. Logischerweise. Der Mond ist wohl nicht ganz friedlich. Weltraumkreaturen wollen uns an den Kragen. Was ist denn da? Ja, das sind auf jeden Fall diese Mond, also diese Steine, die wir jedes Mal wieder sehen. Auch auf der Erde haben wir die schon oft gesehen. Tic-Tac-Zeug, jetzt schon. Oh Gott, was ist das denn? Da muss ich wohl Weitsprünge machen, oder wie? Boah, ist das asozial! Mondland-Tic-Tac-Turnier Nummer 1. Aber geschafft haben wir's. Und überleben tun wir's auch noch. Das ist ja auch noch ziemlich wichtig. Aber mit dem Weitsprung kommt man halt so weit. Ich dachte jetzt, wie soll man da rüberkommen? Da mache ich einen Weitsprung und schon haben wir's. So, was haben wir denn da oben? Mit einem Wandsprung kommen wir höher als irgendwas anderes. Oh mein Gott, ist der nervig. Oh mein Gott. Aber können wir denn irgendwie... Jawohl. Na, doch nicht. Ist doch nicht so schlimm. Ein braves Häschen auf jeden Fall. Hoppeldi-hopp auf dem Mond. Hier müssen wir wohl einen Wandsprung machen. Mal schauen, wie viele Wandsprünge wir brauchen, bis wir da oben sind. Lol, normalerweise würde man so viel brauchen. Und ich glaube, normalerweise wäre da auch gar kein Wandsprung möglich. Zumindest keiner, mit dem man dann weiter nach oben kommt, wenn ich ehrlich bin. Boah, geiler Ausblick auf die Erde. In der Tat, unser kleiner Planet ist wirklich eine Augenweide. Ja, das stimmt. Der Mond ist da noch kleiner als die Erde, aber hey. Was haben wir hier? Reisetipp, anrempeln. Bist du schon mal gesprungen? Hast du gedacht, du würdest gerne etwas weiterkommen? Dann probier mal das. Drück in der Luft ZL und dann Y, um einen Anrempler durchzuführen. Ja, als ob wir das noch nie gemacht haben. Sogar das funktioniert hier extrem gut in dieser Welt. Boah, das bockt so krass auf den Mond. Das ist heftig. Können wir den irgendwie bezwingen, diesen Gegner? Ja, jetzt habe ich es ein bisschen verkackt. Boah, ist das cool. Oh mein Gott. Das geht doch bestimmt mit einem Seitwärtssprung, oder? Bam, und weg ist er. Diese Gegner, also mir kommt der Gegner halt bekannt vor, wegen diesem einen Oktopus-Boss, den wir mal hatten. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und da drüben sind lila Münzen, die holen wir uns natürlich. Die bekommen wir sogar mit normalen Sprüngen. Ach du Scheiße. Das ist halt schon krass. Oh, jetzt wäre es fast zu weit gesprungen. So eine riesen Entfernung und fast zu weit springen. Hier gibt's das. Okay, wo sind wir denn? Wo ist denn die Kirche, die so läutet? Ah, da oben. Okay. Die Ding-Dong-Hochebene sind wir. Da sind wir jetzt also. Machen wir mal hier so einen Weitsprung. Das scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren. Okay. Warum kommt man denn da nicht hin? Geht das nur mit einem Dreifachsprung? Kannst du mir vorstellen, und ich will auch gar nicht... Ah, halt. Ich hab's schon. Da, mit einem normalen Sprung funktioniert das auch. Wenn man diese Pflanzen hat, kommt man zum Mond hin. Richtig cool, Schatztruhe an der Klippe. Ist auf jeden Fall etwas, was ich befürworte. Sowas bockt sich übel krass. Na gut, ich glaube, ich soll wieder aufhören, ne? Für heute. Aber ich weiß nicht, ich habe gerade Bock, einfach weiterzumachen. Problem ist, meine Festplatte geht, glaube ich, sogar bald voll. Also könnte es sogar ein Problem werden. Wenn ich jetzt noch weiter aufnehme, könnte es sein, dass einfach irgendwas vom Part weg ist. Das wollen wir natürlich nicht. Wobei es auch sein könnte... Ah, seht ihr diese Steine hier? Haben wir nicht schon mal mehrere dieser Felsen gesehen? Eben, doch, haben wir. Und deshalb wundert es mich, woher die kommen. Bam, weg mit dir. Was machen wir mit diesen Felsen? Bekommen wir eigentlich mal die Auflösung dazu oder nicht? Also ich würde es schon gut finden, wenn wir mal eine bekommen würden. Achso, müssen wir da jetzt... Ich kann mir vorstellen, dass die Musik darüber geht, ja. Okay, das ist einfach. Ja, okay, das ist richtig easy. Man muss nur den richtigen Winkel erwischen und dann hat man es schon. Das geht ganz gut.
So, Notenjagd auf dem Mond. Das geht eigentlich voll fit. Sagen, wir können weitergehen, oder? Ah, da unten geht's weiter und nicht hier oben. Habe ich mich verschaut. So kann sich's aussuchen, ob man jetzt hier mit der Chilischote runtergeht und schön runter slidet oder nicht. Was haben wir denn hier noch? Bosas Mondhochzeit ist da. Holy shit, ich glaube, das wird richtig fett. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt noch ein bisschen länger. Scheiß doch mal drauf. Ich will jetzt unbedingt hier weiterspielen. Ach, als ob der mich genauso erwischt hat. So, den kill ich nämlich auch noch. Bam, Digi. Tschüss. Aber diese Gegner sind seltsam, muss ich sagen. Richtig seltsam. Die sehen nämlich wirklich aus wie Außerirdische. Tatsächlich. Wenn wir ehrlich sind. Ah, was haben wir denn da? Ach komm. Einfach so. Bam. Ein Herz und Leben nehme ich gern mit. Das Herz ist ganz nice. Auf jeden Fall. Okay. Oh. Oh, die Sphinx da hinten. Die Sphinx da hinten ist auch interessant. Auf jeden Fall. Die nehmen wir mit. Grüß dich. Achso, wir müssen wahrscheinlich hier rauf, um mit dir zu reden, ne? Ja. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Solltest du dich derzeit wirklich mit dem Beantworten von Fragen verfassen? Nein. Sehr wahr, Meister der richtigen Antworten. Momentan benötigen andere Dinge deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Geh deiner Wege, Reisender. Hier gibt es nichts weiter zu tun. Lol, wie geil ist das denn? Das ist einfach nur mal so kurz noch ein bisschen Easter Egg-mäßig aufgezogen. Halbzeit, ruhige Wand. Sei vorsichtig, dieses Loch ist unglaublich tief. Dieses Loch, das werden wir das nächste Mal ansehen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei bei Mario Odyssey. Es wird richtig spannend. Ich freue mich drauf. Ich bin richtig gehypt. Oh, bis zum nächsten Mal und ciao.